Jo, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Book of Unwritten Tales, die Viehchroniken. Und ihr seht, wir sind wieder hier. Ja. Petra hat draußen ein Schild mit Wahlrecht für Delfine. Auch WAL geschrieben. Also, ja. Und wir konnten, habe ich ganz vergessen, die Gegenstände miteinander zu kombinieren. Das Messer an die Antenne kleben. Äpfel. Und da wir die Lampe ja nicht runterschneiden dürfen, die muss da ja gleich noch hängen. Den Lampenschirm zu benutzen wenig bringt, würde ich jetzt gerne versuchen, ob wir hier noch was ausprobieren können. Nö. Dann können wir versuchen, ihm hier, weil er auch was mit Mampfwatz zu tun hat. Da steht's. Ah ne, mach mal was Neues. Keine Mützen, sondern Pudel. Sind sie nicht wunderbar? Echte Petra-Schirmmützen. Gutes Marketing ist alles, weißt du? Ich plane eine aufwendige PR-Kampagne. Möglichst viele Prominente sollen mit solch einer Mütze herumlaufen. Und wer nicht mitmacht, ist ein gedankenloses, primitives Charakterschwein. Also, nicht, dass Schweine keinen Charakter hätten. Wieder ein schönes Beispiel, wie Tiere in unserer Sprache systematisch unterdrückt werden. Halt mal. Oh, also schön. Na gut, behalte sie. Es ist ein Geschenk an die Natur. Schön gesagt. Damit können wir noch was machen? Das nicht. Das nicht. Wasserbombe. Ah, jetzt ist das auch weg. Können wir noch mit ihr reden? Ah, mein kleiner rosa Freund. Hast du vielleicht etwas wie einen Stock für mich? Ich brauche einen Stiel für meine Protestschilder. Ich glaube, dass ich mit meinem Protest mehr Leute erreichen kann, wenn ich das Schild höher halte. Das ist ja großartig. Du willst etwas dafür haben? Wir müssen uns mal über deine soziale Einstellung unterhalten. Aber ich brauche das Ding. Hier, nimm. Das ist eine süße Stimme. Nun kann niemand mehr unseren Protest ignorieren. Gut gemacht, kleiner Freund. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam können wir... Richtig, die Stille der Natur. Entschuldigung. Die Stimme mag ich. Petra. Petra Schirmmütze. Gehen wir direkt in die Jedi-Höhle. Schade. Ich hatte gehofft, wir hätten jetzt damit was sieben können.
Köder mit Schnur können wir nirgends anbringen. Das ist erstaunlich. Warum sollte ich den Gong benutzen? Naja. Wir finden schon Lösungen. Jo, was hast du denn da? Sicher, dass man das so macht? Nicht andersrum? Mams Fatz. Hudalup. Xadalupa? Ah. Buladula. Sehe nichts. Dreiköpfiger Drache. Mhm. Affe. Willst du nicht das Messer haben? Ein seltsamer Kopf. Warum auch immer wir jetzt das siebte abgelegt haben. Und ich kann nicht mit der Dose interagieren. Petra-Mütze mit Fisch an der Schnur. Kann ich hier auf jeden Fall nirgends benutzen. Auch hier und hier nicht. Kleine Pinguini haben. Ja. Was ist das denn? Haltet ihn! So haltet ihn doch! Wir haben Chaos gesucht, also veranstaltet. Haltet ihn! Du musst ihn richtig festhalten! Haltet ihn! Ihn.
siehst du, was du wieder angerichtet hast. Du bereitest nichts als Kummer. Im Tor liegt. Wo willst du denn einen Ersatz finden? Die Kugel hat sie an zu Hause erinnert. Hier gibt es nichts, was das könnte. Betritt das Heiligtum nochmal. Wir haben einen Eimer. Oder einen Topf. Na, nimm die Post-its mit. Zerreiße die Zettel. Das sieht doch schon mal hilfreich aus. Hallo. Im Tor liegt. Schon gut. Ich weiß. Bitte. Nur eine Kugel. Bitte. Ist nur hier immer hell. Vermisse Sterne. Vermisse Zuhause. Ich habe Kredit. Papa, gemein. Nicht deine Schuld. Tut mir leid. Nicht vertrauen, Hexer. Babalu. Ja, Papa vertraut ihm. Brauchen Kristall. Sonst keine Energie. Milchschick. Ja, müssen warten. Kommt bald. Mach's gut. Jetzt müssen wir den Generator irgendwie anschließen, ne? Irgendwie in Betrieb nehmen. Ja, red doch mal mit Layla. Hallo. Ja. Okay. Längeres Leben für Eintagsfliegen immer noch? Sehr gut. Der Weihnachtsmann. Du kannst bitte. Socke und Geschenk. Eine Sanduhr und ein Packpapier. Bunte Papierstreifen. Blumenstrauß.
Nee, Haken können wir auch noch nehmen. Praktisch. Ich bin eine Lampe. Gerade Erfolg bekommen. Ich bin eine Lampe. Ich wüsste jetzt echt nicht, was wir hier noch tun sollen. So rein aus der Logik ergibt sich hier nichts. Lokto. Ja. Noch traurig. Lichter schön. Buladulaha. Was soll ich mit dem Vierbock? Warum kann ich die Farbe nicht aufnehmen? Ich will das Messer schärfen. Ich kann hier nur noch mit ihm reden und das Laufband benutzen. Kugel kaputt. Musst wieder gut machen. Keine Ahnung. Was einfallen lassen? Ja, gut, das war jetzt kein hilfreicher Tipp. Muss arbeiten. Brauchst nicht helfen. Muss arbeiten. Raus. Ich muss den Generator irgendwie zum Laufen bekommen, ja, aber wie tue ich das? Was ist denn nun schon wieder? Kaputt! Dann repariere es. Ohne den Konstruktor können wir die nötigen Ersatzteile nicht bauen. Zu Befehl! War ich das etwa? Mhm. Was gibt's? Ja, du hast Layla sehr traurig gemacht. Die Lichter in der Glaskugel haben sie an Zuhause erinnert und sie getröstet. Mag schon sein, aber du hast es trotzdem getan. Naja, die Sache hat auch sein Gutes. Vielleicht hat sie endlich erkannt, dass du nur Ärger bedeutest. Sobald uns der Hexer den Herzkristall zurückgegeben hat, können wir endlich diesen Albtraum hinter uns lassen. Natürlich ist dieser Hexer böse.
aber er ist auch ein Geschäftsmann. Er wird entdeckt haben, dass er mit dem Kristall nichts anfangen kann. Wir geben ihm eines unserer Geräte und erhalten dafür unser Herz zurück. Es ist mir egal, was du glaubst. Ich hole mir den Kristall zurück und bringe meine Crew und meine kleine Tochter zurück nach Hause. Du kannst bringen. Versuch uns nicht im Weg zu stehen. Ich versuche irgendwie weiterzukommen. Aber hier drinnen sind nur noch zwei Gespräche. Und die Folge ist zu Ende. Aber unser Inventar ist auch schon wieder massiv geschrumpft. Dann würde ich mal sagen, ich mache hier einen Cut, guck mal ein bisschen rum, bis sich irgendwas ergibt und... Ja. Dann mal so weit. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.